heute aussieht? Versuch Daytrading. Das ist voll in. Oh, warte, warte, warte. Oh, nein. Oh, komm schon, Herman. Sag mir, für wen du arbeitest. Dann beschaffe ich dir einen Deal. Wenn ich rede, bin ich tot. Die verstehen da keinen Spaß. Moin Moin Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin heute weiter Spider-Man Part 8, Leute. Und was gibt's hier nicht mehr zum Werfen? Was soll ich machen? Oh, danke für das. Das wird wehtun. Leute, lass an, lag dein Kostlo so. Abo. Das verstehe ich nicht, Herman. Seit wann hast du Angst vor anderen Menschen? Warum trifft er mich? Unter den Masken könnte er alle sein. Moment. Sagtest du Masken? Headshot. Ui. Diese Maskentypen. Wofür brauchen die denn das Geld? Weiß nicht. Ist mir auch egal. Nach dem Job hier verschwinde ich. Okay, komm her, Bruder. Und zwar mit deinem Gesicht. Gib auf, dann können wir dir helfen. Niemals. Du hast ja keine Ahnung. Du Elender! Okay, letzte Chance aufzugeben. Dieses Mal meine ich es ernst. Bleib stehen! Okay, das vorher war alles Spaß. Jetzt ist deine letzte Chance. Wirklich! Herman. Das hast du dir nur selbst eingebrockt. Aber der Anzug sieht stabil aus. Mann, der hatte wirklich Angst. Plötzlich findet man überall diese Dämonen. Leute, nicht vergessen, wir wechseln jetzt den Anzug. Nicht vergessen, nach okay, der Folge. Juri? Oh, ich habe sogar 9. Leute, ihr wisst, was für ein Anzug das ist. Also, manche Leute wissen es, weil ich jetzt neue Abonnenten habe. Ihr wisst es einfach. Was Schocker gehört jetzt euch. Gute Arbeit. Im Raft wartet eine Spezialzelle auf ihn. Und dieses Mal sorgen wir dafür, dass er hinter Gittern bleibt. Ach ja, er hat ziemlich sicher für die Dämonenbande gearbeitet. Dämonenbande? Oh, klingt wie eine Daily Bugle-Schlagzeile. Hey, der Bugle ist eine renommierte Tageszeitung. Du meinst wohl Käseblatt? Hab gehört, die haben da ein paar echt gute Reporter. Egal. Gibt es noch mehr Meldungen über Dämonen? Leute mit Masken? Ich erkundige mich. Übrigens, wie sehr hast du dort in der Bank randaliert? Das willst du vermutlich gar nicht wissen. Uff, das frage ich auch. Schocker war schwer zu knacken. Mal sehen, was in der Zwischenzeit in der Stadt los war. Leute, diesen Anzug, den ich euch gerade gezeigt habe, das ist mein Lieblingsanzug, Leute. Spider-Man, the situation's under control. 1082, any available units? 1182 along the northbound side of the Brooklyn Queens Expressway near Atlantic Avenue. Please respond, code 2. Digga, bin ich gut. Mann, wann krieg ich endlich die Elektronetze? War ein Punkt eigentlich. Ich hab wohl die rechte Seite vergessen. Ich
Nachricht von Doc? Peter, vielleicht war es vorschnell, ihn zu einem anderen Job zu raten. Ich habe einen Plan. Geben Sie mir etwas Zeit. Vielleicht erfinden wir doch weiter. Ihr unbezwingbarer Otto Octavius. Das ist großartig. Hoffentlich klappt es. Also kann ich immer noch nicht? Ja doch, auf einmal. Hey, bin den Berichten nachgegangen über Dämonen. Damit habe ich gerechnet. Waren recht fleißig diese Nacht, haben viele von Fisks Immobilien besucht. Sie sind hinter Fisk her? Alle Achtung! Denkst du das gleiche wie ich? Brodelnder Bandenkrieg? Gehen wir der Sache auf den Grund. Wurden alle Fisk Immobilien diese Nacht angegriffen? Mal sehen. Die Patrouille hat Aktivitäten an einer seiner Werften in Potsdam gemeldet. Danke, Yuri. Ich schau vorbei. Scoot. Ich soll zwei Ticker, schön alles kommen. So, für das Schieß mit uns sein, alle Erfindung. Auf dem Weg nach oben. Hey Pete, das Labor überwacht die Gesundheit der Meeresbewohner. Wir haben hier jede Menge Medikamente, falls du welche brauchst. Die Folgen der Krankheiten sind... Kein lebendes Wesen sollte so etwas erleben müssen. Anscheinend haben die Fische eine bakterielle Infektion. Ich kümmere mich lieber darum, bevor die Nahrung verseucht wird. Ja. Im Labor gibt es ein antibakterielles Spray, das die Fische heilt. Ich muss es nur auf das Wasser sprühen. Und zwar schnell, bevor die Menschen krank werden. Zuerst zu den Docks. In den Fässern finde ich sicher die Ursache des Problems. Ich muss sie aus dem Wasser holen. Ich bin's, der freundliche Müllmann aus der Nachbarschaft. Die Fässer sind schlauer als die Typen, gegen die ich sonst kämpfe. Ja, kannst du mich schwer schon? Wo die Luft rein ist, kann ich in Ruhe sprühen. Wenn ich es gleichmäßig verteile, trägt es die Strömung überall hin. Ich muss ein großes Gebiet versorgen. Die Fische verteilen es untereinander. Das ist gut, weil ich nicht so weit rausschwimmen kann. Die Wasserströmung zeigt, welches Gebiet ich noch versorgen muss. Oh, da ist ein Rucksack. Mehr Fässer. Auf jeden Fall die Quelle der Bakterien. Ich werde sie vernichten. Das Gute an Fässern, sie schießen nicht auf mich. Das Schlechte, sie wissen meine Witze nicht zu schätzen. Komm schon, Digga, warum ist das hier so weit? Was?
alles bereit zum Sprühen. Kommt schon, ihr Fischchen. Das ist gut für euch. Deswegen hatte ich nie ein Aquarium. Irgendjemand meldet das sicher Jameson als Spider-Man, der Wasserverschmutzer. Okay, ich muss irgendwo meine Flossenfreunde scannen und checken, ob sie gesund sind. Alle gesund. Also nach den Maßstäben der Docks. Wir haben einen Ausbruch im Keim erstickt. Nicht leicht für Oscorp, die Vorteile der Station kleinzureden. Yeah. Oh no. Und ja, es ist ja Valentinstag. Bin wieder da. Bietet sich eine Fisk-Immobilie besonders für einen Angriff an? Mal sehen. Die Patrouille hat Aktivitäten an einer seiner Werften in Ostseite gemeldet. Danke, Yuri. Ich schau vorbei. Was denn jetzt passiert? Hallo? Was denn jetzt passiert? Ja. Verstanden, Boss. Sicherheit verdreifacht. Die Dämonen werden nichts anfassen. Hört zu! Die Dämonen greifen unsere Verstecke an. Haben schon zwei verloren. Der Boss ist im Knast, aber das heißt nicht, dass man sich seinen Besitz krallen kann. Man, Eagle 2, auf Position? Hier, Eagle 2. Alles im Blick. Hinter welchen Verstecken sind die Dämonen her? Ich muss Fisks Männer ausschalten und herausfinden, was sie bewachen. Was immer es ist, es darf nicht in Fisks oder die Hände der Dämonen gelangen. Hier liegt viel Müll rum. Ein gut platziertes Netz wäre eine gute Ablenkung. Warum konzentrieren wir uns auf den Keller? Hat der Boss nicht überall Ausrüstung geladen? Niemand was gehört? Wer ist da? Hab Spider-Man im Visier! Ich glaube, wir hören dich. Und er wird dafür bezahlen. Der Schütze wird bewacht. Ich muss sie trennen und ausschalten. Da will einer eine Abreibung. Hat dich überrascht, was?